Justice League ist nun endlich erschienen und die Frage ist natürlich, wie das Zusammentreffen von Batman, Wonder Woman und den anderen Superhelden des DC Comic Verlags nun geworden ist. Denn nach zwiespältigen Arbeiten wie Man of Steel und Batman v Superman, Dawn of Justice, muss sich das DC Filmuniversum langsam mal bewähren. Nur Wonder Woman war bisher ein gelungener Streifen. Dass dann bei der Produktion von Justice League einige Verzögerungen auftauchten, der Regisseur aufgrund privater Probleme ersetzt und etliche Sequenzen nachgedreht wurden, war ebenfalls ein Warnzeichen. Und es gibt definitiv ein paar Probleme. Hier und da merkt man einfach, dass beim Nachdreh leichtere Dialoge und etwas Humor dazugekommen ist. Ansonsten, wie so oft bei Superheldenfilmen, ist leider der Bösewicht nichts Besonderes. Als großer, böser Welteneroberer soll er vor allem das Team zusammenbringen. Aber da sind wir auch schon bei den guten Teilen des Films, den eigentlichen Superhelden. Justice League ist ein Teamfilm, der den Großteil seines Fokus auf das Interagieren seiner Charaktere legt. The Flash, Aquaman und ganz besonders Cyborg. Jeder Neuling bekommt seine besonderen Momente und Entwicklungen spendiert. Es macht einfach Spaß, die unterschiedlichen Helden zu sehen und wie sie aufeinander reagieren. Gal Gadot glänzt erneut als Wonder Woman und manche der wiederkehrenden Figuren sind in Justice League sogar so gut dargestellt, wie man sie leider zuvor noch nicht im Kino zu sehen bekam. Ein weiterer Meckerpunkt einiger Mitkritiker waren die Computereffekte, die manches Mal doch ziemlich künstlich wirkten. Aber ganz persönlich, was soll's? Dies sind Comic-Superhelden, die in einer überzeichneten Welt voller Götter und Monster agieren. Nur weil ein paar Elemente nicht echt aussehen, ändert das nichts an dem Spaß, den Justice League macht. Und das ist schließlich auch das, was Justice League abliefert. Ein großes Superheldenabenteuer voller Action, charmanter Charaktermomente und Spaß. Tiefgang oder große Neuerungen sollte man hier definitiv nicht erwarten. Jetzt, wo das Team eingeführt wurde, kann man ja vielleicht beim nächsten Mal eine etwas größere Geschichte und ein paar Wendungen einbauen. Doch bis dahin, Justice League ist ein lebendig gewordener Superhelden-Comic. Wenn man Batman, Wonder Woman und die anderen Charaktere sehen und für angenehme 2 Stunden seinen Spaß haben will, ist man bei diesem Film genau richtig. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino! Wollen wir?